Ja, wen können wir denn als Favoriten drin haben? Ja. Zerstörer würde ich wieder so ein bisschen, der sneakt, glaube ich, zu wieder, wenn vorne was passiert. Ansonsten halt Lachs an Nummer 2, aber schon als Favorit würde ich trotzdem den Dominik da auserkoren. Ja, unten sieht man leider mein Lava-Symbol. Ich konnte es nie ausstellen, weil mein Headset nämlich nicht ordnungsgemäß funktioniert. Also Leute, stellt mich ab, damit ihr kein Gelaber hört. Ne? Ich weiß selbst nicht, wie das. Also, ich habe immer alles gestummt, egal wann oder wie, damit ich auch nicht gestört werde. Deswegen, ich hoffe, ihr habt es getan und ihr lasst euch dadurch nicht irritieren heute von mir. Es wird eh nicht so oft der Fall sein, dass mal über PlayStation gestreamt wird. Wahrscheinlich das einzigste Rennen seit, oder vielleicht ein, zwei Rennen im gesamten Jahr davon. Ja, es funktioniert leider nichts an den Sound Alerts, weil ich heute via PlayStation am Stream muss, weil mein PC muss einmal komplett runtergefahren werden. egal, ich löse es beim nächsten Rennen für dich ein. Ja, ich muss meinen PC nämlich zurücksetzen und ja, der ist gerade mal nach 2 Stunden bei 17%. Von daher ist das. Heute kommen wir echt nicht drum rum. So, ich check mal die Lautstärke. Check mal die Lautstärke. Ist ja also schon alles doppelt und dreifach gehört, je nachdem, wie laut man das da hat. Gehen wir nochmal rein. Ja, das hört sich eigentlich gut an. Eigentlich hört sich das gut an. So, Dominik, hätten wir dann auf der ersten fliegenden Runde hier. Zu mir gesagt, er zählt auch für mich zu den Top-Leuten natürlich, die hier und heute auf die Pole fahren werden können. Wetterbedingungen habe ich natürlich jetzt leider auch keinen Einblick, wobei Kanada halt eben mal so schön ist, wenn es ums Wetter geht. Und ich meine, wenn wir da mal nach oben gucken, sieht es schon scheiße aus. Also scheiße für die Fahrer, gut für mich. Da haben wir ein bisschen Action. Aber wie gesagt, wir lassen uns dann heute komplett überraschen. Okay, das Aufleuchten da unten meines Namens, das nervt mich auch schon echt. Ja, kann ich heute echt nichts machen. Da muss selbst ich durch absolute nervige Sachen einmal durch. So, Dominik durch die Haarnadel. Und dann schauen wir gleich mal, wo seine Medium-Zeit einfach stehen bleibt. Ich glaube schon, dass die ziemlich niedrig sein könnte. Nicht ungültig gemacht. Natürlich immer die Hauptsache hier vor der Wall of Champions. Gut, erstmal auf die 1, eine 1, 10, 2, 2, 3. Das ist der verdammt starke Zeit. So, Dejanko jetzt. Platz 2, 10, 8. Ja, vielleicht den Busfahrer. Ne, aber nicht. Wir haben aber einen Red Bull, nämlich Gag. Ne, pardon, Racing Bull. Wie gesagt, die haben ja die Farben immer so ein bisschen da oben geändert. Und Gecko in seinem Racing Bull. Auch ein Kandidat, der vorne mit reinfahren kann. Ich mach's auch mal. Also, ja, ich die Reifen lassen aus. Scheiß drauf. Doch mit Mediums oder Softs, egal. Gecko eine 1.11.3. Jonas startet eine Runde. Und Playing ist auch schon vor Start und Ziel. Und mal schauen, oh, der fährt aber einen großen Bogen. Also das, ja, 10, 3, 6, 4. Da wäre es, glaube ich, schneller gegangen. So, was macht der Zerstörer jetzt? Der einfach wieder zugesneakt hatte, auf gewissen Strecken schon. Also wirklich viel geerbt schon von Zwischenfällen. Und er bleibt mehr rechts, kann sogar noch mehr rechts bleiben auf direkter Linie. Wie ist 5 da? 10, 5.
Dann haben wir jetzt den Jonas in Williams, auf den wir warten. Und Jonas packt sich, oh, das ist aber schwach diesmal. 11:09 Uhr. Pascal FSK ist Vierter, 10:03. Und dann haben wir noch den Patrick, der auch im letzten Grand Prix richtig stark war, da 10:09:03. Allerdings, Finger oben, auf den Softreifen. So, Fritinho unterwegs. Durch den Mauerkanal von Kanada, da macht der andere direkt Platz, das müsste Gecko gewesen sein. Fritinho also vorbei und auch der fährt auf den Medium-Reifen. Das sieht aber auch gut flüssig aus, wenn ich aber auch nicht glaube, dass er nach vorne fahren kann. Wir werden wahrscheinlich eine Position so siebter, achter Platz haben von Fritinho. Oder vielleicht sogar noch weiter hinten. Ja. Rang 10 sogar nur eine 11,6. Jonas fährt in die Box. Fredinho wird es dann gleich auch tun. Gecko ungültig in der Box und der Lachs auf die 2 gefahren. Übrigens 1:10:203 auch er unterwegs gewesen mit den Softreifen. Aber Patrick hat vorgelegt die 1:10:093. Gestern ist eine 1:09:06, glaube ich, gefallen. So, Dominik jetzt auf dem Versuch Softreifen. Also einen Satz Softs möchte er sich, glaube ich, schon selbst sparen. So, eine 1:09:878. Die hat er erstmal rumgekriegt, aber immer noch 2 Zehntel langsamer als von gestern die Bestzeit. Patrick Fernau-Hotlap, EcoBeast mit am Start. Ist auch mir ein allseits bekannter Kollege, leider auch immer ein Liga-Hüpfer. In ganz, ganz vielen Ligen zu Gast. Der Kollege und Patrick ja auch nicht mehr auf schnell, doch. Nee, doch nicht. Ich dachte einen Augenblick, er probiert es doch noch mal, aber er lässt austrudeln. Busfahrermann zerstört. Also die haben fast alle das gleiche Timing mit dem Rausfahren. Ne? So, dann gucken wir erstmal dem EcoBeast zu, bevor wir gleich schauen, was macht der Busfahrer und der Zerstörer. Leider, wie gesagt, beide hintereinander. Da werden wir dann auf den vordersten draufgehen, auf den Busfahrer. Mann, da bin ich sowieso gespannt, was er in der Lage ist zu fahren.
Ecobee auf keinen Fall jemand, der vorne unter die besten Positionen fahren kann. Aber immer ein guter Mann fürs Mittelfeld, wenn es enger ist. Denkt man so, Rang 8 könnte er schaffen. Ja, Rang 9. 1,10, 9, 5, 2. Tja, sie ist immer so gut, kenne ich meine Kollegen. Also so, ja. Die man oft sieht, die bleiben im Kopf. Und Pascal, FSK, hat sich gedreht in einer Passage, wo das leicht passieren kann. Ich sehe jetzt keinen Schaden am Auto. Zumindest erstmal keinen ersichtlichen. Das ist schon mal ganz gut. So, der Zerstörer hat sie auf 2 gefahren. Busfahrermann wieder in die Box. Da, der ist playing. 1, 10, 2, 5, 9 auf 5. Dann haben wir jetzt Gecko wieder auf der Outlap, der Janko. Ah, so viele Leute für die Top-Platzierung haben wir gar nicht. So, der Janko hat sie auf jeden Fall ungültig gehauen. Und mal gucken, was Gecko macht. Ob der jetzt noch mal in die Box fährt oder ob der jetzt einfach nochmal seine nächste Runde dranhängt. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Also, Gecko fährt in die Box. Macht das der Janko auch? Yep. Auch er den gleichen Plan. Dann gehen wir mal rein zum Levin Deluxe. Sektor 1. Wie schnell ist er? Sogar fast anderthalb Zehntel schneller als seine Bestzeit. Also hier müssen wir das natürlich in Referenz setzen, immer zu den eigenen Zeiten, ne? Nur. Das heißt, hier sehen wir quasi keine Gesamtzeit. Also das sieht aktuell nach einer sehr guten Runde aus und nach einer guten Verbesserung. Aber noch habe ich ein bisschen Zweifel, als ob er da schon an die Bestzeit von Dominik rankommt. So, er bleibt komplett rechts. Das ist auch die richtige Linie und es ist eine 1,9958. Nicht ganz ein Zehntel Rückstand auf Dominik vorne und Patrick 19922. Der hat direkt eine Zeit hinterhergehauen und auch die ersten drei wieder innerhalb von einem Zehntel. Ne? Also gehen wir rüber zu Fridinho. Fridinho verbessert sich nur zeitmäßig. Das ist nur ein bisschen mehr als ein Zehntel. Hat er sich verbessert. Also nur aktuell weiter auf der 11. Ecobees wird jetzt auch nochmal die Chance nutzen, in die Box zu fahren. Erstmal der Green Wolves. Den können wir auch begutachten. Aktuell nur eine 12, 5, 8, 6. So viel Rückstand hat er aktuell. Gelb wegen dem Sauber, aber der hat gut Platz gemacht vor dem Green Wolf. Das Beste wäre natürlich noch, wenn der Green Wolf noch einen Kick sauber fahren würde. So, fast 5 Zehntel, aber da kommt er noch nicht in die. Ja, vielleicht bei Jonas ist er ungefähr dabei, aber. Selbst Fritinho in 1,11,5 fast, der ist auch komplett außer Reichweite noch für den grünen Wolf. Platz 11, das ist er, der hat 11,396. Also da hat er noch was rausgehauen. Was macht SSJC? Unser Mensch an Konstantheit hier.
Rang 10, der 1, 10, 9, 4, 5. Auch das jetzt nicht die gute Zeit. Der Zerstörer zerstört ja heute alle, aber wieder sein Auto nicht. Oder vielleicht mal zeitmäßig. Nein, 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 nein. Nein, nein. 9 Zehntel am Ende, also er muss es jetzt nochmal hinterher probieren. Und da können wir auch drauf bleiben, oder? Nee. Dominik unterwegs schon, der ist 27.000 langsamer als seine aktuelle Bestzeit. Er schwimmt jetzt auch so ein bisschen neben der Spur her. So, er bleibt aber nicht rechts, aber 1,9490. Also, das ist schon eine ordentliche Zeit jetzt. Also, anderthalb, zwei Zehntel schneller als die Bestzeit von gestern jetzt. Und der Zerstörer fährt in die Box. Das war's dann. Also der wird nicht mehr rauskommen. Für den reicht es nicht. Dann gehen wir rüber zum Lachs. Der startet jetzt die Hotlap. Patrick in der Box. Dominik wird dann vermutlich fast sicher von der 1 ins Rennen gehen. Ah, der Lachs, der macht noch eine Aufwärmrunde. Das ist interessant. Dann gehen wir zum JSW is playing. Aktuell steht da 1, 10, 2, 5, 9. So, und da ist auch der Sauber rausgekommen. Der kann eigentlich, nee, der Red Bull, der kann eigentlich direkt dranbleiben, dort am Haas. Dann sollte sich das ausgehen, um nochmal über die Linie zu kommen fürs EcoBeast. So, Green Wolves aufgegeben, aber in der Box, nicht DNF geschossen. Hier muss man aufpassen mit den Off-Tracks. Ist ja schneller unterwegs. Ja, 24.000, also das ist aktuell leider nicht viel. So, letzte Kurve nochmal, Wall of Champions überlebt. Und das bleibt Rang 5. So, der Busfahrermann hier mit einem Drift. 64.000 in Sektor 1 schneller gewesen. Sektor 2, fürchte ich, ist verhauen worden jetzt. Auch hier sehr viel drüber geräubert. Wir werden das gleich in der Zeit sehen, in der Zeitmessung. Ja, er hat jetzt auch rausgenommen. Oh, der Pascal! 6.000stel hinter Dominik. Und jetzt haben wir noch den Lachs, der sich in die Party schwimmen kann. Ja, 53.000stel ist er nur schneller. Das wäre gerade mal der Patrick. Aber mit Pascal habe ich fast nicht mehr gerechnet. Ich wusste natürlich, dass er stark ist. Aber so stark an Dominik ranzubleiben. Heute hätte ich es nicht für möglich gehalten. So, der Lachs bleibt auch wieder rechts. Alles gut gemacht. Platz 3. 1,9797. Super geholt. Gecko ist für mich noch der Letzte. Der hat es off-track gemacht. EcoBeast kommt über die Linie nochmal 6 Zehntel verbessert. Damit Platz 5. Stärkeleistung aus seiner Sicht. Gecko rübergefahren und dann haben wir noch Jonas. Ja, der bleibt leider in der 1,11,109 und leider Fritinho heute gar nichts hinbekommen in der Qualifikation. Vielleicht ist dann ja Fahrer des Tages drin. Also die schlechteste Qualifikation, die ich leider von ihm bis jetzt gesehen habe. So, wir gehen mal durch. Dominik vorne, vor Pascal Levin. Patrick Kubis, Zerstörer, JSW is playing, Busfahrermann, Gecko, De Janco, SSJC, Jonas, Greenwolves, Fritinho.
2 Sekunden bis zum 14. Also da hätte man noch ein paar andere Fahrer durchaus reinstopfen können vom Abstand her. So, um 19:41 Uhr geht's los. Das sind noch 5 Runden und ich mache es jetzt hier so, damit ihr nicht mitkriegt, wie sehr ich fluche, dass es heute alles so scheiße läuft bei mir. Ich stumme mich mal. Also, wir hören uns gleich pünktlich um 19:06 Uhr und 19:41 Uhr natürlich, wenn wir das Rennen mit den 35 Runden Kanada starten. Bis gleich. So, moin Leute. Also, dann machen wir mal weiter jetzt. Wir haben 19:41 Uhr und der Grand Prix Start steht jetzt kurz bevor. 35 Runden Kanada mit 14 Leuten. Ja, mal schauen, wie viel Safety Cars es hier gibt. Also im letzten Rennen hatten wir da einige von. Sogar einige Top-Leute sind da von uns gegangen. Ob Eigenverschulden oder Fremdverschulden, wie auch immer, war alles dabei. Allerdings in 10 Runden, da hatten wir kein ordentliches Rennen. Wir hatten zweimal ein richtiges Safety Car, dreimal ein VSC. War auch schon hardcore. Aber jetzt schauen wir uns das einfach mal an, was hier unsere Kollegen der VRL machen. Und es ist sogar ein Mix drin mit den Mediums und den Softreifen. Ja, ich finde auch, also die Idee ist gut. Vor allem auch, also Softreifen starten ist immer, finde ich persönlich, nicht gut in diesem Game. Also entweder entscheidest du dich für harte Reifen, länger fahren oder für die Mediums. Dann kannst du auch mal früher reinkommen, wenn ein Safety Car kommt oder wenn zwei kommen. Gehen wir mal durch die Reihenfolge. Dominik auf der 1, Pascal auf 2, Levin auf 3, Patrick auf 4, Eco auf 5, Zerstörer auf 6, ja, das W ist Playing auf 7, der Busfahrer aber auf 8, Gecko auf 9, Jan Dejanko auf 10, SSJC 11, Jonas auf 12, der Grüne Wolf auf 13. Und Fritinho haut den grünen Wolf hoffentlich in die Pfanne. Für sich zumindest. Und wir haben Regen, Leute. Wir haben Regen, Leute. Ich freue mich wie ein Schnitzler. Entschuldigt, Leute. Aber jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Nochmal Sitzposition hier ändern auf meinem schönen Sitz. Und dann Abfahrt. Ersten 3 Runden Boxenstopp, alle auf Inters. War und dann muss am besten noch ein Stopp kommen, weil die Inters nicht so lange durchhalten. Das ist cool. Wir starten im Trockenen, gehen auf die Regenreifen, dann gehen wir vielleicht wieder auf die Trockenreifen. Also es könnte heute alles drin sein. Oder wir haben Trocken, Inters, Wets. Also diese Möglichkeit bleibt natürlich auch nicht aus. Ja. Schauen wir es uns an. Die Reifensituation hat sich jetzt erledigt. Das neunte Saisonrennen der VRL kann beginnen. Dominik vorne vor Pascal, Levin, Lachs und Patrick. Wie kommen sie weg? Es sieht derweil gut aus. Levin mit Wheelspin. Musste da aufpassen. Und Eco auch schon innen drin. Und der zweite McLaren, der Zerstörer, mit einem Drift über die Strecke Kanadas. Mal gucken, wie schnell es hier feucht wird. Aber ich denke mal, und das ist ein Riesencrash. Patrick Levin mit beeinträchtigt. Auf jeden Fall, Patrick muss jetzt erstmal das Rennen wieder von hinten aufnehmen. Aber auch hier, also sehr wilde Formation aktuell. Eco auf 7, Zerstörer, Busfahrermann. Levin Lachs auch noch da vorne, wird jetzt attackiert vom Eco Beast. Und dann haben wir den Zerstörer, der eventuell wieder was sneaken kann. Wir lassen uns da überraschen, was das Rennen jetzt bringt. Auf jeden Fall vorne. Dominik wurde noch nicht gecasht. Hat aber dahinter Pascal, JSW, Dante Janko schon vor auf Rang 4. Also für sauber ist es super gelaufen. Super sauber gelaufen. Und wie gesagt, wir behalten dann das Wetter im Auge. Was gibt es von oben für, ja, für die Strecke? Und da dann ist Gold, ich komme ganz der Gecko. Und da. Oh.
glaube ich, in die Höhe. Oh nein, 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 nein. Da, oh, der McLaren von Levin. Hat auch ordentlich was abbekommen jetzt. Da ist ein Fliegezeichen geflogen. Aber war es denn das von Levin oder vielleicht doch von jemand anderem? Levin hat eigentlich noch alles dran. Aber es ist doch viel, das auch noch gut aus. So, der ist jetzt deaktiviert, das heißt, wir haben schon Interbedingungen. Und zwar diesmal richtige Interbedingungen. Deswegen, wir schauen da echt gut drauf. Und hinten eine Platzverschiebung. Fritinho ist vorbei an Jonas. Und der ist komplett innen, der Fritinho. Das ist ja Wahnsinn! Was macht SSJC da bei der Ausbeschleunigung? Slalom auf dem Gras fahren. Und ich denke mal, ja, also wer weiterfährt, hat ein Problem. Oh nein, es fährt. Nein, nein, nein. Levin fährt nicht weiter, oder? Nein, meine Güte! Alle in der Box. Aber Hort, Levin, Lachs fährt weiter. Und da ist Dominik schon. Also das ist jetzt leider Gottes kein gutes Omen. Also da sieht man es mal, dass der steht ja und das ist egal, wo er jetzt war. Von der Platzierung her Zeitstrafe auch noch eingeheimst. Also das Dingen ist durch. Und ja, auch hier ist es halt eine große Gefahr für die anderen. Pascal kommt nicht direkt vorbei, weil er nicht weiß, wie sich Levin verhält, wie sich das Auto verhält und deswegen dann das zögerliche Vorbeifahren dort, ne? Und jetzt sind es natürlich vorne schon 3,4 Sekunden. Also schon sehr viel Holz drauf. Hier auch eine schöne Dreiergruppe jetzt mit Fritinho, SSJC und dem Eco Beast. Zwar nur um 19 und 11, aber spannende Gruppen ist schön. Obligatorisch ist JSW ist Playing noch vorbei und ja, ich vermute jetzt durch diesen Nicht-Stop wird Lachs leider zurückfallen auf die allerletzte Position. Vielleicht kann er noch den Patrick halten, aber ich fürchte, mit dem, was er jetzt in dieser Runde verloren hat, auch nicht mehr. Und so wie es hier kippt aus Kübeln, denke ich, wir haben schon zügig Wets. Ich denke, wir gehen komplett durch von den Trockenreifen auf die Wets heute. Und dann ist wieder umgekehrt. Wie, okay, das sah gerade nach irgendwie Mauer aus. Ja, also schönes Rennen. Also ich habe auf jeden Fall ein schönes Rennen. Wenn ich das hier so sehe, eine Rumgerutsche von SSJC, der wird gecasht jetzt vom Eco Beast, Fritinho vielleicht auch mit Angriff. Also sowas macht mir Spaß, aber bei den Fahrern sieht es anders aus. Jeder weiß das. Jeder hasst Regen. Deswegen wird wahrscheinlich in der realen Formel 1 auch nicht so wirklich bei Regen gefahren. Sondern eher bei Niesel. Was man schon gar nicht mehr als Regen bezeichnen dürfte. So, Gecko geht spielerisch an Bianco vorbei. Sollte jetzt Platz 4 halten. Zerstörer noch nicht wirklich nach vorne gekommen. Aktuell Platz 6 hat der Inder und wir haben Gelb, wir haben Gelb. Dominik! Dominik hat's weggedreht. Ja, und ja, so einfach ist es dann doch nicht. 4, 5 Sekunden weg gewesen fast von Pascal FSK und dann der Fehler. Ist sein Auto heile? Also optisch von vorne sieht es jetzt erstmal so aus, ob das Auto heile ist. Hoffen wir auch, das ist so.
Ja, 3 Sekunden für Jonas. Auch. Und hier bildet sich die nächste schöne Dreiergruppe, die jetzt besteht aus Dejanko, Zerstörer und dem Busfahrermann. Also, heute mal schneller unterwegs als mit dem Bus. Und der driftet aber richtig schön um die Kurve. Und da nimmt er die nächste Kurve mit. Also, der Busfahrermann ist in Need for Speed Underground gefangen. Ja, Pascal wird gleich schon eingeholt. Aktuell ist es nur noch wieder eine Sekunde auf Dominik Abstand. Und Jordis wie ist Playing 1,5 noch zurück. Oh, also, ich weiß gar nicht, wie das da zusammenzählt mit dem Cutten in dieser Rechtskurve, wenn du ja, Richtung Wall of Champions einbiegst. Ob das als Cutten oder irgendwie sowas gezählt wird. Ich weiß es doch nicht. Der Janke auch noch starken 5. Platz. Und der hat da jetzt auch mit dem Zerstörer keinen No-Name noch hinter sich. Der schafft es ja auch oft, ein gutes Tempo zu fahren. SSJC und Fritinho heute durchaus leider mit einer der schlechtesten Saisonleistungen, die ich aktuell leider von beiden gesehen habe. Wo im Moment gar nichts passt. Aber was nicht ist, kann noch kommen. Abgerechnet wird nach 35 Runden. Ecubis dran am Busfahrer. Willkommen bei den Busfahrer Championships. Aber auch hier, also es fährt sich alles ein. Ihr wisst natürlich, Flügel, ey, geht nicht offen. Das heißt, alles muss aus eigener Kraft gemacht werden, gepusht werden, an ERS rausgedampft werden. Ja, hier das Querstellen erneut vom Busfahrer. Also aktuell ist das Driften von dem Aston Martin da vorne signifikant und riskant. Jetzt kommt er wieder zu seiner Sparringskurve, wo er auch schön durchgedriftet ist schon das ein oder andere Mal. Diesmal aber sicher gefahren. Ja, doch am Ende ist doch ein leichter Drift dabei gewesen, aber das war noch eher einer der harmloseren Sorte. Der wird da gejagt vom Ecobeast hier auf der 8. Es ist derweil der knappeste Abstand mit der Spitze jetzt. Weil nach Dominiks Fehler vorhin hat er sich da wieder ranarbeiten können an den Racing Bull. Ist natürlich schade, wenn sich so ein Fahrer dann leider aus der Liga verabschiedet. Super, super schade. Mal gucken, ob er gleich. Oh, da ist aber sehr gut durchgekommen. Und auf einmal nur noch zwei Zehntel oder sogar unter 2 Zehntel. Das ist auch alles am Kappen dran, ne? Also beide. Ich würde gerne jetzt schon sehen, wie viel die schon an Verwarnungen haben. Also die könnten schon dran sein, ne?
So, wir gehen wieder nach hinten, denn die Dreiergruppe ist wieder zusammen. Zerstörer, Busfahrer und Eco-Beast. Und da vorne der Janko, also der hat sich so ein bisschen lösen können, fast 2 Sekunden oder anderthalb vorm Zerstörer. Aber hier werden wenig Aktionen kommen können. Ja, Eco hat die Zeitstrafe kassiert. Busfahrer hat sich wieder schräg gestellt. Und jetzt ist natürlich, ja, da gab es Berührung. Eco ist links daneben. Jetzt wird gedrängelt, gedrängelt, gedrängelt. Und Eco-Biest ist vorbei. Oh, jetzt auch Eco-Beast mit einem Fehler und der Busfahrer, der ist des Driftens nimmer müde. Jedes Mal durch diese leichte Rechtskurve driftet er durch, ob es klein ist, ob es groß ist, ohne großen Zeitverlust sogar hinter den anderen Fahrern her. Also da kannst du schon mal Angst und Bange werden, dass er nicht in einen rein driftet und dann ist das Rennen für alle vorbei. Und vorne wagt Dominik mal richtig ran zu tasern an den Pascal, der momentan ein super Rennen auch fährt. Und in Kanada ist es ja auch schwierig vorbeizukommen, ne, wenn es regnet. Aber der Regen ist auch ein bisschen eingefroren quasi, also er wird nicht stärker aktuell. Er bleibt konstant. So, Ecobee und Zerstörer jetzt. Beide nebeneinander in Turn 1 und 2 rein. Und was macht der Busfahrer? Jetzt auch wieder Probleme gehabt dort. Ecobee scheint es, glaube ich, eine ganz gute Pace gefunden zu haben, wo er da wegkommt. Und vorne nutzt Dominik aus der Haarnadel diesen Quersteher aus von Pascal und fährt vorbei. Und jetzt, ja, jetzt hat Pascal natürlich das Problem, dass er da erstmal nicht vorbeikommen wird. Mich würde das ja wirklich schon mal interessieren, was hier die Rennleitung sagt zum zur Wettersituation. So, der Zerstörer mit dem Busfahrer wieder zusammen. Beide driften rein. Busfahrer Track Limits missachtet und greift den Zerstörer an. Hoffentlich überleben sie jetzt beide Turn 1. Ah, nein, 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 nein. Der Zerstörer schiebt den Busfahrer nach allen Regeln der Kunst leider geradeaus. Und dann natürlich so ungünstig, dass du nicht mal beschleunigen kannst. Also das wird, glaube ich, untersucht werden. Bin ich mir fast sicher. Und vorne Pascal, der ist schon fast nicht mehr zu sehen in dem ja, der Rauchschwaden hier vom Regen. Dominik verabschiedet sich doch so langsam aus, ja, aus dem Sichtfeld des Racing Bulls. Und dann haben wir noch den Janko und Ecobeast. Ecobeast ist jetzt komplett rangefahren. Und hat, glaube ich, ein sehr gutes Setup für den Regen gefunden. Aber auch bis jetzt noch kein Safety Car. Also das ist auch schon eine sehr gute Leistung und hoffentlich bleibt es so. Also diese Bedingungen und Strecke, ja, das muss man erstmal so verpacken. Ja, da geht es nicht vorbei. Das ist ein normaler Weg. Ja. Da war es fast zu viel des Guten vom Eco.
So, hinten Boxenstopp von Patrick. Fredinho ist hinterm Lachs. Ja, gibt's vielleicht sogar. Okay. Wet Reifen für Patrick. Er ist jetzt der erste und einzigste. Ja, okay, die letzten drei tatsächlich schon. Fredinho auch schon. Fredinho, Patrick und Green Wolves auf den Wets. Also haben wir tatsächlich vielleicht doch Wets Wetter schon oder noch nicht? Das werden wir dann mal an den Zeiten sehen. Also, wenn Fredinho, oh ja, sieht eigentlich ganz gut aus, als ob er da Zeit gut machen kann auf den Lachs. Oh, und er krattet da drüber und Lachs hat auch arge Probleme, hier auf der Strecke zu bleiben. Also ich glaube, dass wir schon diese Regenreifenbedingungen haben. Also die Idee war jetzt gut. Oh, Lachs fährt weiter. Natürlich tragisch, dass er doch nicht angreifen kann, ne? So, Box von Jonas. Also wurde ihm wahrscheinlich von Patrick durchgefunkt. Jupp, wechsel mal lieber auf die Wets und dann fahren wir durch. Also, so wie ich gedacht habe, es geht komplett durch einmal auf die Wets. Aber ich schließe es auch nicht aus, dass wir nochmal Trockenbedingungen bekommen. Also so ein Szenario haben wir auch schon mal erlebt. EQB ist jetzt an De Janco vorbei. Und ja, der Patrick und der Dominik sind beide in der Box für Wets. Oh ja. Ja. Und ja, das ist Blaine und Gecko, die müssen sehr viel Zeit rausfahren. Also, aber das wird schwierig. Dominik ist jetzt schon vor Gecko natürlich, aber JSW. 12,3 für Dominik. Ja. Vielleicht probiert er den Move einfach draußen zu bleiben. Vielleicht dann so, dass das Schadensbegrenzung zu machen. Jetzt war hier aber ein Drift dabei, ein anständiger wieder. Auch SSJC Zerstörer natürlich erstmal ein paar Plätze wieder nach vorne. Track Positions mitgenommen. EQB ist auch jetzt schon natürlich auf den harten Reifen unterwegs. Und Fritinho holt sich jetzt den Lachs. Also da sieht man im Grunde schon, was der Lachs für große Probleme hat, weiterhin auf den Inters. Also wir haben im Grunde jetzt, wie gesagt, also Wets, ne? Man sieht es auch zeittechnisch. Levin schon eine Sekunde verloren auf Fredinho. SSJC der nächste in der Box. EQBs macht die nächste Position gut. Und Fritinho kann wirklich durch seinen gecoverten Boxenstopp, kann der wirklich einige Plätze nach vorne kommen. Ne? Vielleicht, wenn er Glück hat, den Zerstörer auch noch bekommen. Also das wäre eine Überraschung. Aber dann wäre er aktuell nur noch Siebter. Oder schon Siebter.
jetzt fährt auch der JSW rein. Ist das Ding, glaube ich, zu bunt. So, dann haben wir Gecko und Pascal. Bin ich mal gespannt, was die beiden machen im Racing Bull. Wer ist schneller, wer langsamer? Gecko auf den Intas. Das kann nur nicht gut gehen. Würde ich jetzt erstmal behaupten, weil der Pascal deutlich schneller ist mit den Wets. So. Jetzt lässt er ihn noch ziehen, sondern er versucht dann eher, glaube ich, seine Spur runterzufahren. Also das ist jetzt sehr, sehr interessant, die Situation zu begutachten. Zeitstrafen können wir auch mal reinschauen. Derweil 13, EcoBeast 13 schon. Aber ansonsten hält sich das alles in Grenzen. Kanada kennen wir durchaus so ein bisschen wie Imola, ne? Aber ist JSW jetzt in der Lage, also Gecko mal alle Male. Was machen die Positionsverschiebungen? Darum ist ja schon. 6 Plätze Gecko, 6 Plätze Fritinho. Bin dann auch mal gespannt natürlich, wen wir dann als Fahrer des Tages drin haben. Also wie gesagt, die müssen mich heute adden. Wie gesagt, via PlayStation, ich sehe das nicht, wer aktuell dann oder mit wem ich gespielt habe. Das spinnt in den letzten Tagen oder Wochen schon rum, Monaten. Geht nicht so einfach. Ja, JSW ist dran an Gecko. Das sollte sich jetzt auch gleich. Ja, das habe ich fast befürchtet. Gecko in der Wand. Also, ich weiß auch nicht. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob da irgendwas beschädigt ist, aber mit Sicherheit wird es leicht angedutscht sein, der Flügel. Und da vorne wieder Agepro. Also ich sehe irgendwie den Gecko, wenn er nicht in die Box kommt, in der Wand. Dann nützt das der Racing Bull Timo oder noch nichts. Und wir hatten hinten Probleme. Der Busfahrer und SSJC mit betroffen. Ich glaube, der Busfahrer mehr jetzt. Ja, und Dominik fährt sein eigenes Rennen 5-2 jetzt vor Pascal. Und jetzt muss JSW vorbei. Na, noch nicht. Aber den muss er sich jetzt so zurechtlegen und die Kurven so anfahren, dass er sich daneben setzen kann. Weil dann ist auch Gecko machtlos. Ja, genau so jetzt, aber oh, ja. Okay. Okay. Das war irgendwie aber wieder abzusehen. Gecko lenkt zu früh ein und trifft den neben sich platzierten. JSW ist playing. Und dreht ihn dort, ja, leicht weg. Auch wilde Drifts von Jonas, also das Driften überwiegt heute, ne? Das muss man schon sagen. Ein EcoBeast, wie gesagt, der hat wieder eine tolle Pace, aber leider heute spielen die Situationen hier also eine große Rolle. Donrino, leider gehen die Sound Alerts nicht, weil ich via PlayStation streame. Die gehen nur auf PC, leider.
Aber da das alles, da ich das leider alles wieder neu konfigurieren muss, alter Schwede. Ah, ich habe da keine Lust drauf. Ich sollte mir einen Techniker engagieren. Aber so hoch ist die Gage leider nicht. Fritinho legt sich jetzt auch den De Janko zurecht. Und JSW, da sieht man einfach mal die Pace, die er gehen kann. Deswegen, also für mich ist es persönlich auch kein sicheres Fahren mehr, wenn du weißt, alle sind auf den ja, auch Lachs halt, auf den Wets. Und dann sind die Inters für mich im Grunde, also wenn du jetzt im Grunde einen Unfall verursachst, ne, dann bist du 100% hauptschuldig, wenn du Inter sagst. Einfach die falschen Reifen. Ne. Jetzt geht er in die Box. Und damit ist natürlich Platz 3 erstmal drinne für den Haas. Noch EcoBeast kommt erstmal, kommt da vorbei. Dieser Knick, diese Kurven hier sind natürlich was für sich. Aber also EcoBeast hat ja noch diese enormen Zeitstrafe von 16 Sekunden mehr an Bord. Das ist echt übel. Auch Fritinho hat hier wieder einen Cut bekommen, wieder quergestellt. Also das ist voll am Limit, wie die hier versuchen durchzufahren. Und der Regen ist weniger geworden. Also ich vermute, dass wir gleich wieder Inters haben. Und ich glaube, Gecko ist. Oh Gott. Nee, oder? Okay. Ja, okay. Also das ist. Wie gesagt, alle, die frühzeitig auf Wets gegangen sind, eine richtige Entscheidung. Richtige Entscheidung für die, die auf Wets gegangen sind, vorzeitig. Jetzt allerdings ein Stop von Gecko auf die Wets. Allerdings 5, 6, 7 Runden zu spät. Oder man könnte fast sagen 9 Runden zu spät. Weil der Regen wird schwächer. Man sieht's, ne? Also wir werden bald wieder Intermediates-Wetter haben und dann. Ja, sind die Wets jetzt egal? Wir sehen wieder, genau, Intermediates. Fritinho wechselt auf Intermediates, während Gecko in der letzten Runde auf die Wets gegangen ist. Und Fritinho vorhin schon mit dem super, super Manöver auf die Regenreifen zu gehen. Jetzt muss er die natürlich schnell zum Arbeiten bekommen, dass er schon Zeit gut machen kann. So, diese Gruppe hat sich auch neu gebildet. Der Lachs hält leider Jonas und den Busfahrer auf. Lachs ja die ganze Zeit unterwegs auf den Inters. Wie gesagt, ich vermute fast sogar noch, dass wir Trockenreifen erleben können. Ist nur eine Vermutung, vielleicht endet es dann auch mit den Inters. Ich will den Fahrer nicht noch zu viel zumuten in den letzten Runden. Aber wir lassen uns da überraschen. Oh, wir haben Gelb, wir haben Gelb, wir haben Gelb. Ja, alles wieder Tutti. Alles wieder in Ordnung. Uno, der Zerstörer, kämpft gegen SSJC. Gehen jetzt mal zum Patrick rein. Wie gesagt, super schnell gewesen in der Quali, aber das Rennen. Ja, das läuft komplett an ihm vorbei.
Er hatte ja in der Anfangsphase diesen üblen Crash, wo er rückwärts gefahren ist, unfreiwillig. Da können wir jetzt leider nicht sehen, was für Beschädigungen er noch am Auto hat. Aber es scheint wieder clean zu sein. Ja, auf jeden Fall diese Gruppe hier, ne? Angeführt von Lachs Jonas, der könnte jetzt vielleicht nochmal den Interfahrer hier angreifen. Aber Lachs müsste eigentlich durchfahren, ne? Wenn die anderen wechseln auf Inters, auf neue, muss er durchfahren. Aber die wollen alle nicht wechseln. Die wollen alle nicht wechseln. So, jetzt ist SSJC in der Box. Der wechselt auf Inters. Ja, also es ist, wie gesagt, an der Zeit. Und Patrick versucht sich jetzt am Zerstörer, der unterwegs ist, auf den Wets auch. Der hat einen Fehler drin, oder? Auch wieder mit Katze hier dabei, der Jonas. Ach, der Patrick, pardon. Ach, jo, wie kommen hier auf Jonas, ey? Jonas, genau hier auf 8 ist er, ja. Der kämpft nämlich gegen den Busfahrer nach wie vor. Der Busfahrer hat, glaube ich, auch schon genau. Der linke Flügel ist angedötscht. Der fehlt nämlich. Also besser, ja, nicht alles, aber das Endblade fehlt. Und jetzt haben wir vorne die Stops. EQ Beast und auch JSW is playing sind drin gewesen, genau wie Gecko. Und ja, also wieder, jetzt ist wieder Interbedingungen. Und jetzt muss Gecko mit. Also das ein sicheres Podest hat leider der Stop gekostet auf die Wets-Nummer von Gecko. Also, schlimm. So ein Fritinho. Ja, da ist Gecko. Aber ist egal. Vitinho, trotzdem starker Move wieder. Am frühesten auf die Inters gewechselt. Weit zurückgefallen auf die vorletzte, letzte Position. Und jetzt zurück im Rennen auf P6. Also seine Moves, sein Gespür heute für die richtige Reifenwahl, die ist gut. Ist auch Boxenstopp Pascal. Der muss natürlich achten darauf, dass der JSW Splane nicht rankommt. Lachs hat eine Zeitstrafe, also ey, der muss eigentlich durchfahren. Wenn der irgendwas reißen möchte, muss der Lachs durchfahren. Und die Reifen sind halt, ja, 21 Runden alt gegen komplett neue Intermediates bei allen Fahrern. Also es ist nur eine Flucht nach vorne. Alle anderen da vorne schon wieder raus. Die drei da vorne sind safe. Und so Lachs kämpft quasi gegen Gecko. Also der Lachs, der wird jetzt hoffen, dass die Strecke noch komplett abtrocknet. Und dass vielleicht nochmal alle auf die Softs gehen müssen. Aber ich wette, selbst dann würde er wahrscheinlich durchfahren. Da würde er vielleicht sagen, okay, ja, das ist 13,2 Sekunden, ja, das weh. Vielleicht gelingt das ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn Softs nochmal oder Trockenreifen nochmal möglich sind, dann glaube ich schon, dass er auch nochmal wechseln wird. Ich glaube trotzdem, ein vierter Platz vor Gecko wäre, glaube ich, ganz, ganz gut. 6 Sekunden hat er allerdings der Lachs gegen 0 Sekunden von Gecko. Das ist auch halt zu viel. So, Pascal, willkommen im Club der Zeitstrafen. Aber derweil hat sich keine Gruppe mehr gebildet, ne? Durch diese leichten Unterschiede mit den Boxenstops haben sich die Leute alle auseinandergefahren. Und da gibt es jetzt keine großen Veränderungen mehr, Verschiebungen mehr, also das. Es bleibt alles, wie es ist.
Ja, Zerstörer, probiert's, nein, probiert's nicht an SSJC vorbei. Und immer noch Regen, also ja, ich denke langsam, es wird tatsächlich auch den Inters zu Ende gehen. Gecko kommt natürlich signifikant ran an Lachs, also das sollte Rang 4 für den zweiten Racing Bull noch drin sein. Wir schauen noch mal derweil auf die ja, Fritinho 3 Sekunden. Also Fritinho könnte sich auch noch den Lachs holen. Würde dann noch eine neunte Position nach oben gehen. Also Fritinho von hinten heute super stark unterwegs. Auf derweil seinem sechsten Platz. Und der Janko gegen EcoBeast. Also ich glaube, EcoBeast ist heute schon fünfmal an ihm vorbeigefahren. Aber immer wenn ich drauf gehe, ist das EcoBeast hinter dem Janko. Also irgendwas macht er dann doch falsch. So, es geht da wieder innen vorbei durch die schnelle Passage. Das sollte man. Ja, also da war er noch nicht daneben oder sonst. Oh, der hat sich zurückgesetzt. Oh Gott. Gerade noch die Kurve gekriegt. Also wenn das nicht mal Strafen gibt, also das ist in vielen Ligen ganz, ganz, ganz verkannt. Das sieht man nicht gerne, wenn man sich zurücksetzt auf die Strecke in einer solchen Passage, nur weil man selbst einen Fahrfehler macht und dann umgedreht wird. Und dann kommt noch ein Fahrer hinter dir. Also das ging jetzt zum Glück gut, weil er geradeaus quasi fahren konnte und dann auf der linken Seite Platz machen. Aber für jeden Fahrer, der hinter dir ist und du auf einmal da vorne ein gespawntes Auto hast und den Grund nicht kennst, warum der dann so langsam fährt, erstmal vor dir, du bist ja mal schneller am Flügel los, ne? Ja, Gecko jetzt gleich dran am Lachs. Seine Reifen, die werden sowieso jetzt gleich ja, eh im Eimer sein. Das sollte es gleich keine Probleme geben. Ja, und EcoBeast muss halt, wie gesagt, du darfst nicht weiter übertreiben. Also im Grunde die Zeitstrafen, ihn da so reinzuhalten, weiß ich ja auch nicht, ob das Sinn macht. Okay, hat er die absetzen können, die 10 Sekunden natürlich, aber 6 Sekunden. Der Janko 3. Ah, Patrick bekommt 6 Sekunden. Also Williams heute auch fleißig mit am Zeitstrafen sammeln. Ne? Und der Regen hat noch nicht aufgehört. Also wir werden auf jeden Fall, da würde ich jetzt auch schon meine Hand für ins Feuer legen, unter den Inters oder auf den Inters zu Ende fahren. Weil selbst ein Stopp für die Softs lohnt sich eigentlich nicht mehr. Gecko zu früh versucht gegen Levin. Jetzt ist eigentlich der richtige Moment gekommen, den Angriff zu setzen und ja. Da ist der Gecko vorbei. Oh, und ich glaube, da ist der Lachs leicht hinten drauf gefahren auf das Heck von Gecko. Und Fritinho ist halt auch schon in diesen 3 Sekunden drin, ne? Also, ah nee, Fritinho hat auch derweil 6 Sekunden jetzt schon. Also, der muss am Lachs vorbei. Aber aufgrund der aktuellen Lage mit den deutlich besseren und jüngeren Reifen sollte er den McLaren auch gleich noch überholen können. Ja, und wir haben tatsächlich Trockenreifen noch, oder? Geht irgendeiner auf die Trockenreifen? Es hat aufgehört zu regnen. Also die Wetterbedingungen waren heute super schnell vorbei. Alle. Und wir sind im Trockenen gestartet, hatten bis jetzt alles und es war ja trocken. Ah, JSW probiert's.
Ja, okay, der hat nichts zu verlieren. Der hat nichts zu verlieren. Genau wie Pascal und Dominik im Grunde. Deswegen ist das auch eine gute Entscheidung von ihm. Oh, Hauptsache, er haut's nicht weg. Leute, chill down. JSW. Chill, 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 chill. Mach's mit Gefühl. Also, der Erste, der es probiert, wie gesagt. Also, hoffentlich legt er sich nicht in die Wand. Vielleicht war es auch noch eine Runde zu früh. Fast hätte ich gesagt, eine Runde zu früh. Also, wir müssen das jetzt gucken, ob Gekkonen noch mal enormen Zeit gut macht. Aber natürlich sieht es erstmal so aus. 2,5. Also, der Wechsel war zu früh und Lachs mit Problemen. Fridinho ist jetzt dran. Ich weiß nicht, ob JSW sich jetzt schon einen Gefallen getan hat. Das war eine Runde vielleicht zu früh. Der Alpino mit Verbremser, das war der Green Wolves, macht aber jetzt auch Platz. Und wir haben Gelb, wir haben Gelb. Achso, okay, nee, das war der Alpin. Das war Green Wolves, pardon. Flippe ich fast aus wegen dem langsamen Alpin. So, Gecko ist dran. Aber die Softs sollten eigentlich jetzt in der Runde funktionieren. So, Busfahrer und erneut haben wir das querstehende Eco-Beast. Wieder zu viel gewollt in dieser Kurve, wieder umgedreht. Und dann ist das Ding vorbei und jetzt hatte JSW Riesenprobleme mit dem Auto. Oh, na. Jetzt wirf's doch nicht weg, jetzt wirf's nicht weg. Ja, also ich hab's fast vermutet. Also man hätte durchfahren müssen mit den Inters, weil es lohnte sich nicht. Also JSW hat leider jetzt alles kaputt gemacht mit diesem Stops auf die Trockene. Also man kann es, denke ich mal, machen, ja, aber dann ist das jetzt zu viel pushen, zu viel wollen und ja, alles weg. Er hofft natürlich vielleicht jetzt in der letzten Runde, dass da alles passt. Ja. Aber 2,5 Sekunden und wir haben halt das DRS noch nicht aktiviert, ne, oder? Nee, nee, also wir dürfen den Flügel nicht aufmachen, also haben wir noch Inters. Und ja, und hinten haben wir Stau! Der Zerstörer mit Jonas stehen da hinten rum. Und jetzt muss der Zerstörer irgendwie drehen. EQBs nächste Zeitstrafe. Eieiei. Oh Mann, Mann. Jetzt ist das DRS aktiviert. Und jetzt haben wir noch diese anderthalb Runden oder ja, eine Runde noch Zeit. Ich denke aber nicht, dass Dominik reinfährt, weil da müsste Pascal auch reinfahren, genau. Dominik wird das Rennen auf den Inters zu Ende fahren. Da läuft ihm keine Gefahr. Dann Pascal auf 2. Dann eventuell Gecko auf 3, aber jetzt hängt es natürlich an JSW, also inwiefern er dort Zeit gut machen kann. 3 Sekunden in einer Runde in Kanada und ich glaube nicht, dass die Strecke schon so weit ist, dass man die Zeit gut machen kann. Also dieser Boxenstopp hat ihm leider den, ja, den dritten Platz gekostet, jetzt sogar die Zeitstrafe, also ist es durch. Es ist gelaufen. Wir fahren nochmal mit Dominik. Der hat, wie gesagt, fast eine Runde Vorsprung. Der holt hier super oder einen souveränen Klassesieg in seinem letzten Rennen hier in der Liga. Die einzigen ohne Zeitstrafe ist es JC und Gecko heute. Gecko überrascht hat so ein bisschen, ja, und am Ende ein bisschen Schwein gehabt, dass JSW diesen Move gewagt hat,
aber die Inters haben zu lange durchgehalten. Dominik gewinnt also vor dem zweiten Fahrer hier, vor Pascal. Und dann haben wir eine ziemlich große Lücke zu Gecko, der aber Platz 3 holen wird. Haben wir dann nochmal durch die Haarnadel, aber wie gesagt, die JSW hat auch die. Holt zwar jetzt auf, aber wie gesagt, durch die Zeitstrafe und ja, durch den hohen Zeitverlust, auch durch den Fehler vorhin, zu viel wollen, zu früh auf die Reifen gegangen. Ja, so verliert man in seinem ersten Rennen hier das Podest. Am Ende nur Platz 4. Und Hot Levin hat sich noch verteidigt mit Rang 5 vor Fritinho. Nein, doch nicht. Aune Bianco vor Fritinho und Levin. Dann der Busfahrer. Dann haben wir noch EcoBeast auf 9. Zeitstraftechnisch natürlich auch zurückgereicht. Jonas wird 10. SSJC 11. Mit der Bestzeit sogar noch. Und sogar 10. Damit kriegt er sogar noch einen extra Punkt. Wa? Je nachdem, wie das hier gemacht wird. So, Fahrer des Tages Fritinho. Also Leute, alle, die auf dem Podest waren, jetzt mich adden und dann gibt es noch Interview. Und ich hoffe, dass das Mikro nicht zu sehr stört. Also ich werde es nicht einschalten, sondern also ich werde bekommen, das nicht zu hören. Also ansonsten, es kann piepen. Ne? Stellt euch auf die Lautstärke drauf ein, weil das ist nämlich ein bisschen defekt mit Wackelkontakt bei mir. Nicht, dass ihr alle Ohrenschmerzen bekommt. So, also Dominik gewinnt vor Pascal, Gecko, JSW is playing, De Janko, Fritinho, Levin, Busfahrer, EcoBeast, SSJC, Jonas, Zerstörer, Patrick und The Green Wolves. So, schauen wir mal trotzdem, ob die Party ja schon machen können. Ey, wieso? Hey, so, Party beginnen. Geschlossene Party. So, können wir das schon, geht das jetzt? Nee, guck mal, also laden nicht möglich, also ich verstehe auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Können wir nicht hier, nee, die haben keine eigene Gruppe. Freunde werden es jetzt auch nicht sein, noch nicht. Obwohl, vielleicht. Also wie gesagt, schickt mir jetzt eine FA und dann geht's schnell los. Wieso? Was ist denn? Hä? Kriegt der das nicht hin zu schauen mit den Fahrern? Wer dort doch da? Okay, Gecko, den lade ich jetzt ein. Der ist ja auch reingefahren. Abends. Jo, passt. Fritinho auch, wenn es geht.
Gen ja. Genau, ihr wisst, heute kann ich euch nicht stumm. Okay, ansonsten kommt da als letztes ran. Na, hat doch wunderbar funktioniert. So, ich muss mal eben kurz überprüfen, ob man da irgendwie Gepiep hört. So, gut, dann fangen wir an. Also, das war ein irres Rennen mit wahnsinnig viel Wetter, Dingsbums, um es mal einfach so zu sagen. Es war super von außen mit anzuschauen, kein Safety Car, kein unnötiges DNF, aber schon ein bisschen Kleinholz. Ja, am Ende, Gecko hat es gereicht wieder für Platz 3, muss man allerdings sagen, so im normalen Renngeschehen hattest du keine Chance mehr, aber der Haas hat sich ja am Ende richtig verpokert nochmal, dass du da ihn dann gesnackt hast durch seinen Fehler, weil er mit den Softs zu viel wollte, wo es einfach noch nicht gegangen ist. Und dadurch hattest du hinter diese 3 Sekunden noch Vorsprung, die am Ende auch gereicht hat. Dann hat er sich noch eine Zeitstrafe eingefahren. Also am Ende muss man sagen, das Podest so ein bisschen geerbt heute. Aber ansonsten kannst du ja mal erzählen, wie bist du am besten durch die Wetterbedingungen in Kanada gekommen? Warte mal kurz. Habt ihr alle eure Stimme auf Teilen? Genau. Okay. Auf jeden Fall, Gecko hat man noch nicht gehört. Okay. Okay. Dann erzähl. Warte mal. Ich war. Ja. Alle hört man. Sag nochmal was. Nein. Dominik, sag du mal was. Nee, nee. Stimmt, ich habe auch keine Ahnung, woran es liegt. Ach, Leute, wenn alle. Das. Die Frage ist, wo mache ich das? Warte mal. Ja, bin ich drin? Ja, bin ich drin? Partyeinstellung. Sprachchat-Einstellung.
deine Stimme teilen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sprachchat im Spiel stumm schalten. Nee, das ist ja Blödsinn. Ja. Ah, okay. Yep. Eigentlich zu hören sein. Lass noch mal kurz testen und dann. Hallo, hallo, hallo. 1, 2, Hallo, 3. hallo, hallo. Atome hört man. Hallo, hallo, hallo. Ja, perfekt. Dann Gut, sollte man perfekt. es So. jetzt hören, ja. Bitte schön. Gut, dann machen wir weiter. Also Frage bleibt gleich, dann darfst du jetzt antworten, Gecko. Ja, ich habe mir halt im Rennen jetzt nicht sehr viel ausgerechnet. Ich weiß, dass ich die Pace für die ersten vier hatte. Mit dem Podium habe ich nicht mehr gerechnet. Er hat eben noch in der Party gesagt, dass er jetzt auf Softs geht. Ich habe zu ihm gesagt, ich würde es nicht riskieren. Er so, ja, ich riskiere es jetzt. Ja, und 2 Runden später war ich in Turn 2, war ich schon an ihm vorbei. Ja, und wie bist du so, also das gesamte Rennen war ja im Grunde schwierig zu managen, ne? Habt ihr euch auch vom Team her so abgesprochen oder habt ihr überhaupt kommuniziert, was wie vielleicht sinnvoll ist? Weil bei einigen hat man das gemerkt, dass da durchaus Kommunikation stattfindet, wie glaube ich bei Williams oder so. Tatsächlich beim ersten Boxenstopp war das unplanmäßig, dass er reingeht und 30 Sekunden später ich reingehe, aber es hat wunderbar funktioniert. Okay, wenn dann der Boxenstopp 2,9 Sekunden geht, dann passt das. Ja, wie findest du im Grunde deinen dritten Platz jetzt wieder? Also hast du noch das Beste rausgeholt oder wäre sogar noch mehr gegangen? Ja, mehr wäre jetzt nicht gegangen. Ich glaube, wenn es nochmal trocken gewesen wäre, so 3, 4 Runden länger, ich glaube, dann wäre ich von Platz 3 wieder auf Platz 4 gefallen. Im Großen und Ganzen Glück gehabt, dass ich jetzt Platz 3 noch geworden bin. Nehmen wir natürlich mit. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche in Spanien wieder aufs Podium fahren kann. Perfekt. Dann hören wir uns vielleicht doch. Ja, Pascal, ebenfalls Podest Yes. geholt. Super Vorstellung. Am Ende mit Dominik nicht mithalten können. Patrick hat sich ja relativ früh schon aus den Top-Rängen verabschiedet mit dem Unfall dort in der Anfangsphase. Und ja, Racing Bull erbt heute richtig viele Punkte, sowohl fahrertechnisch als auch teamtechnisch. Jawohl. Gleiche Sache wie natürlich bei Gecko. Wie bist du durch das Rennen gekommen? Was hast du dir vorgenommen? Wie bist du zufrieden? Und ja, wie hast du dir was gedacht bei gewissen Bedingungen? Also erstens muss ich mit Dome, also Quali war echt, echt haarscharf knapp, also 6000stel, das war schon Hammer. Das war nochmal am Ende sehr, sehr knapp geworden. Aber P2 gestartet, P2 am Ende reingekommen ins Ziel. Bin mega, mega zufrieden. Mit Dome habe ich schon von Anfang an die Pace nicht halten können. Also er im Regen mega stark. Auf jeden Fall bin ich froh, dass er jetzt erstmal eine längere Zeit nicht da ist, wenn im Regen rennen. Nee, aber ja, mega zufrieden. Die Wetterbedingungen waren natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben immer in der Party diskutiert, wann gehen wir rein, wann gehen wir raus und so weiter und so fort. Aber haben immer die richtige Entscheidung getroffen. Und dass der Haas am Ende auch nochmal auf Softs gegangen ist, das hat natürlich auch meine Karten gespielt. Aber als ich meine 3 Sekunden Strafe bekommen habe, waren es nur 5 Sekunden zwischen uns. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich halt ein bisschen pushen, weil ich war eigentlich auf so ein bisschen Sicherheit unterwegs. Ich wollte einfach ins Ziel kommen, Hauptsache Podest. Aber als ich gesehen habe, dass ich die 3 Sekunden bekommen habe, dann habe ich nochmal gepusht. Und dann war es am Ende auch nochmal 8, 9 Sekunden zwischen uns. Und dann hat er die Soften geholt und dann war das Rennen auch entschieden. So, aber wie Gecko auch meinte, wäre das jetzt noch 3, 4 Runden oder 5 Runden weitergegangen. Ich glaube, dann wäre es nochmal spannend gewesen, weil wir dann wahrscheinlich nicht reingefahren wären, beziehungsweise wir hätten einen Freestop gehabt. Aber ja, das Rennen war zum richtigen Zeitpunkt zu Ende. Das denke ich auch. JSW wird sich da was anderes gedacht haben. Hätte sie Ja. gedacht, 1, 2 Runden länger und ich hätte alle gehabt hier noch. Ja. Ja, so nach dem Motto. Nee, ja. Ich habe mir auch gedacht, jetzt lohnt sich eh nicht mehr reinfahren, weil
Also ich sage immer so, wenn du keine 20 Sekunden Boxenstopp rausfährst, so viel ist es, glaube ich, in Kanada, oder ich glaube sogar 18 Sekunden, dann lohnt kein weiterer Stopp, wenn du die Zeit nicht mehr rausfahren kannst in möglichst kurzer Zeit. Nee, Deswegen, als er also. auch reingefahren ist, haben wir geguckt, macht er jetzt Zeit gut, macht er keine Zeit gut. Und als wir gesehen haben, der macht das nicht gut, haben wir gesagt, nee, dann bleiben wir draußen. Fertig. Ja, Das lohnt sich dann auch nicht. genau. Einfache Entscheidung. Perfekt. Und ich freue mich über die Doppelpunkte vom Team. Ja, das waren wichtige 39 Punkte, die wir geholt haben. Also dann mischen wir jetzt wieder mit um den KWM-Kampf. Ja, Dominik, dir überlasse ich das jetzt einfach erstmal frei, weil du ja erstmal eine längere Zeit raus sein wirst. Und erzähl einfach mal, wie ist das The Last Race jetzt hier in Kanada für dich gewesen? Na, ich sag mal so, also sechstes Rennen diese Saison für mich, vierter Sieg damit. Mein Ziel war es tatsächlich, aufs Podium zu kommen für einen perfekten Abschluss. Dass es nun mit Pole, schnellste Runde und erster Platz nun endet, damit hätte ich wirklich beim besten Willen nicht gerechnet. Da bin ich auch unglaublich zufrieden damit. Bin auch sehr, sehr traurig, dass es jetzt erstmal für lange, lange Zeit vorbei ist. Oder möglicherweise auch für immer. Das kann ich zum jetzt im Moment noch nicht sagen. Zum Rennen, ja, also Quali halt extrem knapp. Ich habe Pascals Runde gesehen, da bin ich echt nochmal ins Zittern gekommen, als ich die gesehen habe. Dann im Endeffekt Glück gehabt. Ja, ganz gut ins Rennen gestartet. Zwischendurch dann diesen Dreher gehabt, wo dann Pascal einmal an mir vorbei war, da ich auf der Wiese gekommen bin, konnte das aber recht schnell wieder aufholen. Dann hat Pascal einen kleinen Fehler in der vorletzten Kurve gemacht. Kam ich dann wieder vorbei. Und dann ja versuchen einfach zu Ende zu fahren in dem Moment. Ich habe auch am Ende noch mal überlegt, auf Softs zu gehen, habe ich dann aber im Endeffekt auch noch mal gelassen. Und sonst sind wir ja auch die gleiche Strategie gefahren, etc. Ja, es hätte sonst ein bisschen eng werden können mit Pascal, weil du hattest jetzt, ich glaube, um 2, 3 Sekunden hättest du wahrscheinlich dann den Sieg verschenkt gehabt, wenn er nicht reingefahren wäre. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Ja, okay, also. der Abstand war nämlich 12,5, 13 Sekunden und wenn ich so von 18 Sekunden ausgehe, rechne ich noch so 2,5, 3 Sekunden kannst du vielleicht noch gut machen, wenn der andere da vorne rutscht, Ja, dann ich wäre war es mir halt eng. unsicher. Mein Glück war in dem Moment dann auch mit, und darauf habe ich geachtet, dass JSW in die Box ist, und da konnte ich beobachten, wie seine Softs so wirken, und ich habe trotz alledem, dass er auf Softs war, und trotzdem noch Zeit auf ihn gut gemacht, bestimmt noch mal 2 Sekunden in den letzten zwei Runden. Deswegen, ja, und am Ende sowieso einfach nur noch zu Ende fahren bei dem Abstand. Ja, genau. So ist es. Ja, willst du noch was zu deinem Abschied sagen? Also das stell ich natürlich auch frei. Ja, als allererstes danke an die Janko, dass er mich die letzten Rennen noch begleitet hat, als Teammate. War sehr cool, auch dass er heute auf P5 gekommen ist. Ich denke mal, er wird das Team bestimmt sehr, sehr gut weiterführen. Und ich hoffe, zurückkommen zu können und dann weiter Siege einzufahren. Perfekt, dann lassen wir es so stehen. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben und wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich wieder mit OBS und einem funktionstüchtigen PC wieder.